Erstmal prüfen am Bett von mir Richtung Stiefel. Ah, ihr seid alle bereits hier. Das ist sehr gut. Tja, was? Ich wollte eigentlich Raffins Wunden beobachten. Ja, die Wunden kannst du analysiert haben. Da wirst du nichts finden. Das war kein Unholz, auch nichts, was durch die Rüstung gedrungen ist. Alles völlig okay. Gut. Meine Herren, ich fürchte, wir können uns nicht lange ausruhen. Wir wurden in die alte Residenz bestellt. Von? Wurden wir? Hauptfrau da Sambra. Wem gehören denn hier so alte Häuser? Was, der Kaiserfamilie? Kaiserfamilie des Mittelreichs. Welches Reich ist sonst das? Die wollen uns sehen. Das dachte ich mir auch gerade, Raffin. Uns. Und ich das hat auch unter Garantie Armbruch eingefädelt. Das ist durchaus möglich. Träge von Armbruch ist nicht in der Registratur. Sie ist geschlossen, aus irgendeinem Grund. Träge von Armbruch will, dass ihr denkt, dass er nicht in der Registratur ist. Nun gut, lassen wir ihn wohl nicht warten. Also habt ihr gut, da alles? Aber diese Sache ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Wir müssen immer noch denjenigen finden, der das alles verursacht hat. Den Paktierer, der all das gemacht hat. Vorher können wir nicht ruhen. Ja, aber vielleicht haben wir jetzt ganz wichtige Informationen vom Kaiserhaus. Wir sollten doch sofort dahin. So hohe Leute kann man doch nicht warten lassen. Und vermutlich sind wir nicht die Ersten, denen diese Dinge aufgefallen sind. Werden wir uns also mit Hauptfrau da Sambra treffen und sie wird sicherlich weiteres für uns zu sagen haben. Abgesehen davon werden die informierten Stellen sowieso eine Weile brauchen, das Umland zu durchkämmen. Muss man diese Hauptfrau kennen? Ihr seid kein Ordensmitglied, also vermutlich nicht, aber sie ist die Ordenshauptfrau der Pfeile des Lichts. Nicht die Großmeisterin, das ist die Spektabilität, Saldor Fosnarin, aber sie befehligt die Pfeile des Lichts. Gut. Ich trete nochmal kurz auf Ömer zu und reiche ihm ein angefeuchtetes Taschentuch. Vielleicht solltet ihr euer Gesicht einmal säubern. Achso, ach so, ich dachte, ich bin sowieso schon... okay. Und immer wüsste ich damit ein paar Mal durchs Gesicht. Wollt ihr das so wieder haben? Ihr könnt es behalten. Okay. Und immer steckt es einfach in die Hosentasche. Warte mal, jetzt wo du den Lappen schon hast, gib mal kurz her. Das ist doch gar keine schlechte Idee. Und immer holt die Tasche nochmal den Lappen aus der Tasche raus und reicht ihm Raffin. Ja, du merkst, Raffin geht auch mal einmal über sein Gesicht. Dein Lappen ist jetzt ein ganzes Stück schwärzer. Danke. Ja, da steckt immer die Hand wieder aus und nimmt das Taschentuch und steckt wieder ein. Danke, danke. Jetzt besitze ich auch ein Taschentuch, weil ich es wieder sauber gemacht habe. Ich schüttel nur den Kopf. Das muss doch gut aussehen für die Kaiserfamilie. Ihr meint, das würde mit einem Taschentuch helfen? Meine Herren, das ist nicht der Moment, sich über Äußerlichkeiten Gedanken zu machen. Es ist das Licht in eurem Herzen, das zählt. Also, auf die Beine. Ja, während die anderen dann nach und nach das Haus verlassen, die Treppe runtersteigen, kann Abel mir mit Furcht in seinem Blick erkennen, wie der Teppich vor Dreck starrt. Die platten Stiefel von Jalan, die Stiefel mit dem guten Irjan-Leder von Ömer und von Kiaras, alle haben sie unglaublich viel Dreck auf den Teppich getragen. Ich klopfe vorsichtig an die Tür des Gemaches der guten Frau Brutz. Ja... Abelmir, möchtest Frau du ein paar Brutz, Kekse? Wir haben jetzt keine Zeit. Nun, natürlich erklären, ist ja ein kleines Missgeschick. Seht selbst. Ich werde dafür aufkommen. Abelmir, der gute Teppich. Ja, ich weiß. Diese Mittelreicher. Was soll man von ihnen erwarten? Sie schüttelt beim Kopf, stellt sich ihre kleinen Fäustchen in die Hüfte. Schüttelt, ja. Sie ist einfach komplett enttäuscht von dir. Ich weiß. Ich schüttel bloß den Kopf und zuck die Schultern hoch. Tut mir leid. Stell's mir in Rechnung. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss weg. Und stürm hinaus. Aber wir kommen, die Kaiserin wartet. Ruft er immer von draußen. Ja. Ich komm ja schon. Kommt ihr wohl endlich? Ja, ich komm ja schon. Während ihr erst macht ihr so einen Dreck und dann mich hetzen. Während ihr am Vortage auf dem hinteren Platz eingelassen wurde, zur Rauls Arena, könnt ihr dieses Mal durch den Bürgerplatz marschieren und könnt dann dort vorne
ja, am schmiedeeisernen Tor der alten Residenz vorgelassen werden. Die Pforten öffnen sich für euch und ihr könnt erkennen, wie durch den Regen hindurch eine Gestalt auf euch zutritt. Ihr seid wohl also angekündigt, zumindest erwartet er euch. Die Residenz selber nimmt erstmal mit dem Park einen ziemlich großen Teil dieses Schlossviertels ein von Altgareth. Hohe Mauern umgeben, das ist der Kern des der Stammsitzes der Familie Gareth, umgebaut um einen Bergfried herum. Die Festung also selber oder der Palast nur ein Anbau von diesem Bergfried. Könnte natürlich auch über die hohen weißen Mauern, den mit den großen Spitzbogenfenstern, dem Buntglas, könnt ihr auch die Banner des Reiches erkennen, von Garetium, vom Kaiserhaus, auf den Zinnen, die da im Winde flattern. Auf euch zu kommt eine Person in einer sehr schlichten Junkerstracht, möchte man meinen, hat etwas längere braune Haare und ein Wappen, das Wappen des Hauses Palligan. Euer Exzellenz. Vor euch steht der Markgraf von Pericum, Rondrigan von Palligan. Ich neige kurz das Haupt. Wir haben die Bekanntschaft noch nicht gemacht. Seid trotzdem versichert, dass ich euch kenne. Ich darf mich vorstellen, Rondrigan, Palligan. Ich bin derzeit in Vertretung unterwegs und werde euch hier in Empfang nehmen. Herzlich willkommen in der alten Residenz. Er tritt dann langsam nach und nach auf euch zu, je nachdem wie er dann marschiert, und gibt euch dann jeweils die Hand. Ohne irgendwie nach den Namen zu fragen, wird er euch alle richtig ansprechen. Rafim, Ömer, Ibn Hamir, Kiaras Karinor. Zieht dabei eine Augenbraue nach oben, als er dann auch den Namen Karinor erwähnt, geht dann aber auch weiter, ohne was weiteres zu sagen. Ein perfekter Diplomat. Fräulein Leutnant Adepta Spugelsen, Adeptus Major Jamorenes und Bandstrahler Greifenmund. Wie gesagt, ich darf euch in Empfang nehmen, in Vertretung für diejenigen, die mit euch sprechen mögen. Kommt doch bitte mit. Bleiben wir nicht im Regen stehen. Ich schaue trotzdem mal unter den Hut jeder Wache, an der wir vorbeikommen, in der Hoffnung, dass Sangenbruch irgendwo rumlungert. Nein. Und dann geht's weiter. Ja, drei Stockwerke hoch das Gebäude. Ihr könnt dann, wenn ihr durch die großen Tore reingelassen werdet, könnt ihr im Hintergrund natürlich auch viele weitere Zelte und Fahnen, die ihr da sehen könnt, auch weiteres Gejohl und Gelächter von den Rittern, die sich da anmelden. Auch ihr werdet dann später wohl im Verlaufe der Tage, wenn alles gut geht, dort streiten, dort fechten. Habt euch für die Turniere eingetragen. Aber darum soll es jetzt gerade überhaupt nicht gehen. Vor euch könnt ihr erkennen den riesigen Thronsaal und ganz hinten den Greifenthron. Es geht aber hier ein paar Treppen nach oben, zwei, drei, und dann werdet ihr eingelassen in, das steht draußen dran, das Ulmenkabinett. Dort an einem Tisch könnt ihr erkennen viele verschiedene Leute. Zuallererst erblickt ihr Emani Benain, Reichsregentin, die Gemahlin von Reichsregent Brin, der verstorben ist. Daneben Leomar Alderich Siegeswild vom Berg, der Reichserzmarschall und Nachfolger von Helmer Hafax, der oberste Heerführer. Rondrasir Löwenbrand von Arivor, der Heermeister und oberste Rondra-Geweihter, der Erzprätor. Ah, beziehungsweise, es gibt natürlich dann auch noch die, das Schwert der Schwerter, Eiler von Schattengrund, aber als Heermeister ist er natürlich eben auch einer mit der höchsten der Höhen der Rondra-Kirche. Ludolf von Wertling, der Marschall Garetien, auch ihn kennt ihr. Rondrian Palligan stellt sich dazu. Ihr könnt einen Oberst erkennen, Oberst Alrik von Blautern und vom Berg. Melvin Störrebrand, den zweiten Hofmagier, und Rakala von Horsenraben und die erste Hofmagier und Erzmagistra. Daneben die Hauptfrau Sagitta Dasambra, Pfeil des Lichts. Ihr seid also in den allerhöchsten Gesellschaften des Mittelreiches. Den allerhöchsten. Etikette. Würfeln wir mal Etikette.
Bei einem kurzen Blick durch die Runde knie ich mich dann vor der Königin hin. Reichsbehüterin, wie auch immer. Patzer. Oh yes, baby, Patzer. Ja, Chippy für den Patzer, oder Chippy nimmst du das so? Ich habe keinen Chippy. Oh, oh Gott. Ich chippe die 20. Wir brauchen einen neuen Magier. Brauchen ist vielleicht ein hartes Wort. Aber mir überleg dir was. Anscheinend tue ich irgendetwas Falsches oder Du nimmst auf dem falschen Stuhlplatz, das ist doch ein guter Plan. Ich vergesse mich wahrscheinlich mich zu verbeugen, tief, und verbeuge mich wahrscheinlich zuerst vor dem Zauberer. Ja, wahrscheinlich eben an die Banner gehen. Hast du vielleicht erkannt, bist einmal vorbeigegangen. Immerhin sind hier eine Erzmager anwesend. Gehst erstmal zu der Erzmager, der ersten Hofzauberin, und gibst ihr die Hand. Versuchst so ein kleines Gespräch, dann auch vor allem mit Melvin Störrebrand, und ja, Ema wird komplett ignoriert. Du bekommst einen Panzerhandschuh von hinten gegen den Kopf und nur 4 TP bzw. SP, weil du am Kopf wahrscheinlich keine Rüstung zurzeit trägst, von Oberst Eirik von Blautern und vom Berg. Eine Platzwunde, die bei dir aufbricht, und du mit Kopfschmerzen dich erstmal umsiehst, wer dir da eine geschlagen hat. Was soll das? Wer schlägt mich? Geht auf ein Knie, und dabei tritt er dir einmal von hinten in die Kniekehle, sodass du dann auf ein Knie sinkst. Und er ist so laut mit den Zähnen, dass man mich hinterher noch hören kann. Auf ihm lächelt breit. Was soll das? Ich verstehe nicht. Die Reichsregentin ist anwesend. Beherrscht euch, auch wenn ihr aus dem Horusreich kommt. Guck mir erst mal um. Oh. Verzeiht, Majestät. Hältst du wohl endlich die Klappe? Ja, während ihr nach und nach auf ein Knie geht, euch dann ordentlich verbeugt, die Anreden bedenkt, auch den anderen dann zunickt nach und nach, Reichsregentin wird natürlich das die Verfehlung von Nabelmir hinnehmen, nimmt das mit einem, sie beherrscht sich. Ihr könnt allerdings sehen, dass sie da wohl auch mit sich kämpft. Sie ist eine sehr impulsive, kriegerische Frau, die mit den, die da mit der Etikette selber auch noch ein bisschen hadert und dann nicht ganz klar mitkommt, deutet dann aber auch an, dass ihr euch erheben dürft. Könnt dann da an den freien Stühlen Platz nehmen, und Leomar Alderich, Siegeswild vom Berg, erhebt sich. Alderich. Schwerer Name. Ich versuche Harmonie und friedfertige Gefühle auszustrahlen, so. Dass sie sich nur nicht aufregt. Das heißt, du grinst wie ein Honigkuchenpferd aus. Ich jetzt schon die geheiligte Aura. Ja, wie gesagt, vom Berg erhebt sich Folgendes, ist Fakt. Es gab zunächst vereinzelte Angriffe auf Kleinwart Stein und Ebelried. Alles wie immer. Der Durchbruch bei Korobai durch die Schwarze Sichel wurde dank Lutisana von Perikum vereitelt. Dies hätte zusätzliche Truppen bei Badio gebunden und den Nachschub nach Pereinefurten vollends unterbunden. Bleiben wir im Norden. Herzog ohne Land und auch Bernfried sitzt in Pereinefurten und keift nach mehr Männern. Apep hat sich aus den Drachensteinen erhoben und schützt Weißtorbrien bis auf Weiteres. Gehen wir weiter von Norden gen Raya. Balusa stockt mehr Männer auf. Die Bronianen schicken ihre Ritter und planen den Durchbruch an den Valusianischen Weiden. Weiter gen Süden ist Xeran weiterhin unfähig, einen Vorstoß auf Ilso zu beginnen. Rater Al-Sanin bereist die Stadt und versorgt sie mit zahlreichen Vorräten für uns. Mehr tut der Bucklige nicht, er hockt auf seinen Schätzen und girrt nach mehr. Jeglicher Kontakt mit Joel Gurmak und Warung ist abgebrochen, die anderen haben den Heptarchen wohl fallen lassen. Im Süden hat das Oronische Reich mit einer gewaltigen Flotte übergesetzt. Mit einigen Dämonen zur See haben sie schwere Kavallerie übergesetzt und wollen gemeinsam mit Rassasors Truppen die Trollzacken durchbrechen. Unsere Späher aus Bailung haben gemeldet, dass dies nur eine Finte war. Weder sollte Perikum angegriffen werden, noch die Weiße Stadt am Meer selbst. Es gab allerdings vor einem Jahr einen Angriff auf Romulus vom Drachen. Dieser war von keinem Erfolg gekrönt.
dem Iona von Sorgan, hat ihre gesamte Kavallerie an die Präzentoren der heulenden Finsternis und Mutter der Albträume verloren. Rassasor hat die Verratenen, die Pferde und die Reiter erhoben. Sie dienen ihm nun vollständig und haben seine untote Kavallerie aufgestockt. Dies sind die Fakten. Folgendes wissen wir. Wir haben die Pläne zu dem Konstrukt von Leonardo von Havena. Das, was sie Cola Kai nennen, ist eine sich in den Sphären bewegende Festung. Mögliche Ziele: Perreine Forten und Mendena. Allerdings sind wir uns bewusst, dass Galotta weiß, dass wir diese Pläne dank euch haben. Gaius ist verrückt genug, um auch sich gegen Gareth selbst zu wenden, gegen uns zu ziehen. Das Zweckbündnis mit Rassasur besteht weiterhin, während sie Xeran in Mendena ächten. Alle unsere Truppen sind zusammengezogen. Wir evakuieren die Reichsstraße 1 von Galles bis nach Werheim und schlagen das Vereinigte Heer mit unseren Truppen, wenn sie angreifen. Torvaler Truppen entsandt. Al-Anfa ebenso. Und das Horasreich. Sie haben uns den Satz geschickt. Weiden und Andergast kämpfen weiterhin gegen ein paar Orks. Das Bornland kann allerdings nicht zu uns durchbrechen. Almada bringt uns Pferde, die Tulamiden streiten mit ihren freien Städten. Dies wird die letzte Schlacht werden. Eine Schlacht der Völker Aventuriens gegen die Finsternis und das Chaos. Schaut euch an. Nickt euch zu. Ihr könnt in Leomars Augen so etwas wie Dankbarkeit erkennen. Dies sind die Fakten. Und wenn ihr uns von Vögeln berichtet, die ein neues Ziel verkünden, dann geht es los. Das Turnier, was in wenigen Tagen angesetzt ist, ist so etwas wie eine Ablenkung. Wir können so Truppen hier zusammenziehen im Herz des Reiches, beziehungsweise sie wenige Tage von Werheim entfernt lagern und stationieren. Von hier aus, von Gareth, können wir schnell nach Werheim den Satz schicken. Wir rechnen damit, dass es demnächst losgeht. Dann ist der Anfang vom Ende also gekommen. Die Abteilchen werden ein für alle Mal bekommen, was sie verdienen. So ist es. Ihr habt euch allesamt erneut dem Turnier angeschlossen. Ihr seid unserer Einladung gefolgt. Gut. Wir wollen euch bitten, als Mitglied der kaiserlich-geretischen Informationsagentur unter Rondrigan Palligan, würden wir euch bitten, dass ihr die Evakuierung vornehmt. Ihr bekommt von uns ein Schreiben, dass ihr in unserem Auftrage und mit inquisitorischer Gewalt handelt. Würdet ihr diesen Auftrag annehmen? Bei Preis und seinen göttlichen Geschwistern selbstverständlich. Es wäre eine Freude und eine Ehre. Natürlich, Euer Exzellenz. Ich tupfe mir noch meinem Hinterkopf Blut ab. Und selbstverständlich. Habe ich es nicht verstanden? Es geht darum nur um die Nordstraße und die ganzen umliegenden Häuser und Bauern? Oder worum geht's genau? Richtig. Es geht vor allem um die Reichsstraße 1. Dass der direkte Weg, der direkte Pfad von der Trollmauer oder der Ogermauer direkt nach Werheim. Denn dort werden wir kämpfen, auf dem Mythraelsfeld. Wir können sie dort ohne Probleme, zumindest denke ich, das aufhalten. Werheim selbst ist gut befestigt. Das Mythraelsfeld ist groß genug, sodass wir den Fluss, die reißende Dergel im Süden haben, Gernard, die Brücke. Dort werden wir kämpfen. Ihre Überzahl ist bedeutungslos. Ich bin dabei und helfe. Rafim, auch von euch haben wir vieles gehört. Von euch und eurer Einheit, die bereits in der dritten Dämonenschlacht sich so tapfer verteidigt hat. Al-Anfa entsendet wieder mit Freunden Hilfe in Richtung des Mittelreiches. So wie unser Herrscher es befiehlt, so werden die Feinde fallen. Wie sie damals fielen, so werden sie auch heute fallen. Denn Al-Anfa ist ewig. Und ich nicke ihm einmal dazu.
Rafim, ich weiß, dass du ein Alanfahner bist. Du hast dich bewiesen, du hast dich behauptet. Du hast mit deinen Söldnern für uns gestritten. Das rechne ich dir hoch an, auch wenn ich die Alanfahner selbst verachte. Löwe und Rabe, vergessen nicht. Mir wurde vieles gelehrt, auch dass meine Meinung jetzt nicht hilfreich wäre. Und ich nicke ihm einmal zu. Aber sobald so Amir Honak es befehlt, werden wir wieder an eurer Seite stehen. Denn seine Heiligkeit gibt uns Befehle und wir werden sie ausführen. Bis zum Letzten. Gut. Das ist so der Plan, der aktuell ansteht. Wir haben hier Pereine Furten. Hier ist Wahrung. Galotta mit Jol Gurmak. Hier die Schlacht an den Trollpforten. Hier gab es einmal einen Entsatz von Wahrung, beziehungsweise von Rassasor, der allerdings niedergeschlagen worden ist. Hier wurde das Heer von Dimiona vernichtet und dann ihre Kavallerie aufgestockt. Und diese Straße, die Reichsstraße 1, sollt ihr abmarschieren und evakuieren. Bis dann hier in Werheim gekämpft wird. Das ist der Plan. Wir werden das Turnier noch einmal abwarten und entsenden euch dann. Es kann sein, dass ihr auf Widerstand stoßt, aber mit unserer Vollmacht werden sie euch sicherlich nicht widersprechen. Immerhin wissen sie, sie haben trainiert für diesen Notfall. Uns allen ist bewusst, dass die Trollpforte jederzeit von ihnen aufgestoßen werden kann. Der Wall des Todes, wie er jetzt genannt wird. Durchsetzt von der heulenden Finsternis selbst. Wir wissen, wie gesagt, nicht genau, welche Schrecken sie uns entgegenwerfen, aber wir müssen auf alles, auf wirklich alles, gespannt sein. Wir werden in Werheim etwa 1500 Reiter haben, 2500 Infanteristen, ein paar Elite-Gardisten, Wundärzte, Pioniere, Geweihte und Magier. Und dennoch müssen wir auf alles gespannt sein. Denn auch sie wissen, dass die Pläne fehlen. Galotta weiß, dass ihr bei ihm eingebrochen seid. Er wird seine Taktik ebenso anpassen. Er hatte ein Jahr Zeit. Ganz gleich, was er hat. Es wird an Werheims eher einen Mauern zerschellen. Wissen wir um die Truppenstärke des Feindes? Wir wissen, dass Rassasur findet. Das, was er auf Perikum und auch die Treuzacken losgelassen hat, war ein winzig kleiner Teil, den er geopfert hat. Er hat sich zurückgehalten, seine Kräfte aufgespart und all das, was in Tobrien gestorben ist, wieder erhoben. Wir sind uns nicht ganz sicher. Seit einiger Zeit melden uns die Greifen in der Schwarzen Sichel nicht mehr. Wir haben bereits zwei Agenten losgeschickt. Agente, ich werde ihren Namen nicht nennen. Der Greif. Der Greif, der hier im, der hier sitzt. Oberan. Er verschwindet. Er löst sich auf in Licht. Irgendwas geht in der Schwarzen Sichel vor sich. Deswegen haben wir, wie gesagt, unsere Agenten entsandt, um zu sehen, warum die goldenen Federn fallen. Aber das ist nicht euer Belang. Oh. Bevor die Greifen verschwanden, sprachen sie wohl von 20.000. Eine stattliche Zahl. Das doch alle untot? Ja. Wie gesagt, wir wissen, dass sich Galotta mit Rassasor zusammengetan hat, ein Zweckbündnis, die Toten für Rassasor, die Lebenden für Galotta. Die Zahl der Untoten wird auf 20.000 geschätzt. Das, was Galotta einbringt, weiß ich nicht. Immerhin konnten wir ein paar Dörfer in Weißtobrien wieder zurückerobern. Aber auch das ist bedeutungslos, wenn sie mit vereinten Schlagkräften die Trollmauer durchbrechen. Wir sind also vorbereitet auf das, was kommt. Den Sturm. Der Bericht eurer Vögel. So etwas wie ein Auslöser. Ein Auslöser für was?
für den Sturm, der da kommt. Und hoffen wir, dass wir ihnen zuvorkommen können. Und unser Plan aufgeht. Wie gesagt, wir müssen mit allem rechnen. Und hoffen wir, dass unser frühes Einschreiten zumindest einen Plan unserer Feinde zunichte gemacht hat. Mögen es so viele Untote sein, wie sie wollen. Die Macht Borons steht auf unserer Seite. Sie werden keine Chance haben. Gut. Gibt es weitere Fragen? Gibt es weitere Anmerkungen von euch zu den Ereignissen von heute oder etwas, was noch nicht in den Protokollen aufgetaucht ist? Ihr dürft offen sprechen. Wie ist zu verfahren, wenn die Evakuierung nicht schnell genug vonstatten geht? Nun, das Zeitfenster, wie gesagt, für Ihren Angriff kenne ich nicht, aber ich erwarte das Schlimmste. Eine Evakuierung kann temporär sein oder eben auch dauerhaft. Ich glaube nicht, dass die Menschen an der Reichsstraße sich ohne weiteres darauf einlassen werden. Es könnte sein, dass ihr mit einigem Widerstand rechnen müsst. Auch sie werden sich Pamaras goldenem Glanz beugen. Oder der harten Realität. Je nachdem, was besser funktioniert. Ich will keine zivilen Verluste haben. Das soll reibungslos ablaufen. Sie sollen einfach nur bis nach Verheim evakuiert werden. Sagt ihnen, dass sie danach wieder zurück in ihre Häuser kehren dürfen. Dreht es sich nur um die drei Ortschaften Berla, Talf und Gallis? Oder alle umliegenden? Auch sowas wie Zweimühlen? Alles, was irgendwie an der Reichsstraße beheimatet ist. Wie gesagt, fangt bei Verheim an, reist dann los. Winsböckel liegt wohl noch relativ nah an der Straße Berla, Zweimühlen, Burggraben und Talf, Friedwang, den Friedwang Forst, Gallis, Burg Mersing, bis nach zum Kloster Boronia. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wie viel Zeit ihr habt. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dann müsst ihr abbrechen. Aber ihr seid heldenhaft genug als Drachentöter, dass ihr wohl die Gefahren einschätzen könnt. Niemand erwartet, dass ihr euch gegen 20.000 Untote stellt. Was geschieht mit den Alien, die sich weigern, ihre Burgen zu verlassen? Mit dem Schreiben, das wir euch aushändigen, reist ihr im Namen der Reichsregentin Ema. Dann wollen wir hoffen, dass dies ausreicht. Es wird ausreichen. Andernfalls werden wir dafür sorgen, dass es ausreicht. Da unsere Feinde untot sind, denke ich nicht, dass wir Taktiken der verbrannten Erde nutzen müssen auf dem Weg. Es wird uns Zeit sparen, wenn wir nicht Felder salzen und Dörfer niederbrennen müssen. Vor allem will ich auch, dass die Reichsstraße danach wieder befriedet wird. Ich will, dass wir dieses Heer schlagen, dass wir Rassasor und Galotta vernichten, wenn sie in Wärme auftauchen. Und dann will ich, dass Schwarztobrien wieder weiß wird. Dass wir Wahrung zurückerobern, Jol'Gurmak den Erdboden gleich machen und dann werden wir uns ganz in aller Ruhe Xeran annehmen. Bucklige Mistkröte.